Yo, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es heute um die Quality Stones, meine Freunde. Wir wollen Quality Stones haben. Wofür brauche ich sie? Die brauche ich, um Jobrüstung zu craften. Woher kriege ich die Quality Stones? Indem ich Blue und Black Stones miteinander fusioniere. Hier habe ich Blue und Black Stones. Wie komme ich an Blue und Black Stones? Durchs Traden. Also ein Hunter kriegt als Trade-Belohnung Blue Stones und ein Thief bekommt als Thief-Belohnung Black Stones. Das bedeutet, ich kriege meine Hunter, als Hunter meine Blue Stones und muss von einem Thief irgendwie Black Stones gekauft bekommen, getauscht bekommen. Man muss miteinander handeln. Jetzt habe ich mittlerweile, wie man sehen kann, hier in meinem Inventar ganz viele Blue und Black Stones. Wie kann ich die jetzt zu diesen Shining Stones bzw. Quality Stones verwandeln? Das ist dasselbe. Ich gehe zum Jewel-Händler, also Juwel-Händler, mache Learn Receipt und habe dann Rezepte, die ich lernen kann. Die muss ich lernen. Hier gibt es dann so Quality, Shining Quality Rezept und so weiter. Wenn ich das gelernt habe, drücke ich hier unten auf Menü und gehe dann hier auf Craft. Und jetzt habe ich hier ganz viele Sachen, ganz viele Craft-Optionen. Darunter Craft Shining Stone. Da drücken wir drauf. Haben jetzt hier Shining Stone Receipt und drücken auf Craft. Und jetzt, meine lieben Freunde, kann ich hier an das Fenster meine Blue Stones reinlegen und meine Black Stones, leider immer nur 50 maximal, und auf Craft All drücken. Jetzt passiert das ganze Spiel einfach von selbst. Man sieht in meinem Inventar, ich habe hier unten Low Quality, Lowest Quality, High und Medium und ich kriege noch Highest Quality Stones. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Qualitätsränge. Wofür stehen die Ränge? Die stehen für das Level der Jobrüstung, die ich erstellen möchte. Lowest Quality wäre damit Level 20, Low Quality wäre Level 50, Medium Quality wäre Level 80, High Quality wäre Level 100 und Highest Quality wäre 120, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Aber so müsste es ungefähr sein. Das wird nachher natürlich dann in dem Fall, wenn ich meine Jobrüstung herstellen möchte, für mich relevant sein, damit ich weiß, welches Level meine Jobrüstung sein wird, welche Quality Stones ich dafür brauche und so weiter und so fort. Genau, meine Freunde. Also in dem Sinne, ich habe jetzt ordentlich was zum Fusen, aber ich sag's mal so, wenn man es einmal gemacht hat, hat man es gemacht und dann geht das ganze Spiel auch von selbst. Alles klar, Freunde, also bis zum nächsten Mal und ja, haut rein. Ciao.